auf deinem Handy. Danke, tschüss. Hallo, Effi Norbert. Prima Norbert, weißt du eigentlich, was Effi getan hat? Weißt du es überhaupt? Ich glaube nicht. Die Effi hat viel Scheiße gebaut, glaub mir das. Viel Scheiße gebaut. Oder sagen wir es anders, aber ich bin nicht an allem schuld. Ich nicht. Und die Effi muss nicht meinen, dass sie mich hier abstellen kann. Als Schlampe, als Bekloppte oder irgendwie sonst irgendwas, als Beklaute oder irgendwas. Das habe ich noch nie getan, mein ganzen Leben nicht. Ich war bei euch gewesen, habe ich euch beklaut? Habe ich euch jemals beklaut? Im Leben nicht. Du stellst Effi mich da. Ich will sie alles hier wiederholen und so weiter und jemals sofort. Aber Effi ist kein guter Finger. Kein guter Finger. Kein guter. Was ich mir Güter mag, ist mir scheißegal. Ich bin nicht der Mittelpunkt. So. Hi. Und mit Geld kann ich auch nicht kaufen. So. Ich habe Güter ins Böse getan. Niemals, will ich auch niemals tun. Und wenn er meint, jetzt angeben zu müssen oder ewig angeben zu müssen, sollen sie machen. Sollen sie alle machen. Sollen sie alle machen. Beweist euch erstmal Gegenteil und so weiter. Aber ich bin mir bewusst, dass ich damit leben kann und gar kein Gewissen haben muss. Und ihr wisst gar nicht, wie Günther im Augenblick. Ihr seid in Berlin und Günther ist hier genauso. Ihr wisst ja gar nicht, wer drauf ist. Ihr wisst ja gar nicht. Den Nachbar hat er angeschissen. Den anderen von einer Straße angeschissen. Und er klaut ohne Ende. Er hat geklaute Fahrräder im Keller. Er hat die Küche noch nie abbezahlt, wo er einen dran kriegt. Hallo? Wo er noch 150 oder bis 250 Euro bezahlen muss. So, er klaut und ich hab seine Lebensmittel geklaut. Und dies und das und jenes habe ich gar nicht nötig. Habe ich gar nicht nötig. Ich habe so viel zu fressen, mir wird schlecht davon. Was soll die ganze Scheiße? Nee. Ich kann nicht verstehen, dass Effi nur eine Seite sich anhört, aber niemals die Conny. Was habe ich Effi getan, dass sie nicht meine Seite anhört? Ich bin gar die Schlechte von allen Schlechten. War ich noch nie gewesen. Ich fahre im Krankenhaus, schneide die Haare. Das dauert den ganzen Tag und nur weil er alles haben will. Dies und das und jedes und fahren wir hier, fahren wir da. Und eine dicke Hause. Ich habe mit ihm gestern schon wieder gesprochen. Er verdient auch nicht. Er verdient nicht. Jetzt hat er auch eine Anzeige wegen